Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. So, ich bin gespannt, wie das heute weitergeht. Und es tut mir so ein bisschen leid, dass ich das in letzter Zeit so ein bisschen schleifen ließ. Aber tatsächlich geht mir einfach die Zeit zur Zeit ein bisschen aus. Und von daher bitte ich darum, das zu entschuldigen, dass ich hier nicht unbedingt gerade so wahnsinnig schnell weiterkomme. So, jetzt müsste ich eigentlich jeden Moment diesen Ladebildschirm weg haben. Ich hatte eigentlich gedacht, das besser timen zu können. Naja, egal. So, los geht's. Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Miles ist bei Feast, MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Also auf Richtung Transfer. Wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nicht. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. Auf zum Times Square. So, den nächsten Kilometer grob in diese Richtung weiter. Zwischendurch mal die Umgebung scannen. Was sehen wir hier? Da kann man noch ein Black Cat-Ding machen. Da sind ein paar Verbrecher oben. Das machen wir zwischendurch. Ja, 200 Meter auf der rechten Seite. So, hier hinter dem Gebäude. Ich hätte auch anders kompliziert können, sehe ich gerade. Hey, egal. Alles okay? Ja, ich gehe gerade aus Kopfakten durch. Hey, das ist völlig zusammenhanglos, aber weißt du noch, als wir mit Harry wegen der besten Pizza der Stadt? Ja. 10 Stunden unterwegs für schwarzen Toast mit kaltem Käse. Wie könnte ich das vergessen? Gut. Unterhalten Oscar Barton. Hat mir die Fahrt denken lassen. Harry war so aufgeregt wegen der Pferde. Ich musste daran denken, wie einfacher damals alles war. Keine Jobs, keine Superschurken. Wir konnten einen ganzen Tag für schlechte Pizza verschwinden. Und jetzt scheint die Welt zu zerfallen, wenn wir nur Pause machen. Ja. Es ist hart, erwachsen zu sein. Aber unsere Arbeit sorgt dafür, dass andere Kids auch Abenteuer auf Staten Island erleben können. Sicherheit. Au, das geht viel zu schnell. Kreislauf schlechter Pizza. Ja, du hast recht. Ah, nicht zu spät. Danke, Pete. Jetzt hab ich euch. Nein, warum? So, den da. Scheiße. Den da. Los. Das ist doch alles Kacke, was ich hier treibe. Echt mal, das muss ich doch deutlich besser können eigentlich. So, den nächsten. Ah, der Typ. Der scheiß Peitschentyp. So wird das mit dem Peitschentyp nichts. Ist der Peitschentyp weg? Ja, der Peitschentyp ist weg. Wo ist denn hier noch einer? Da. So, alle erledigt. Weiter geht's Richtung Tanzschule. Schön, wenn die Häftlinge ihre Freiheit konstruktiver nutzen würden. Mit Stricken oder Kanaster. Ich liebe Kanaster. Stricken hätte was, wenn die das tun würden. So. Da in gut 300 Meter kommt der Times Square und ich springe natürlich gegen einen Haut nicht. So. Hier lang. Times Square erreicht. Spider-Man, willst du uns helfen? Na klar, deswegen bin ich hier. Doch, das kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. 9 Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Okay, wir haben ja irgendwie die Möglichkeit, die Umgebung zu scannen. Genauso. So. Kamera? Na gut, nehmen wir das Schild nochmal. Da können wir was analysieren, sehr cool. Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. Ja, ein Rätsel. AT-reiche Liedersequenz. Vielversprechend. Das ist aber lang. Okay. Der sieht doch aus, als wenn er hier reingehört. Wir haben aber noch einen anderen für, theoretisch. Und den damit zu nehmen, ist das alles schon wieder viel zu much. Jetzt sind wir mal da drin, den da wieder raus. Wir brauchen noch einen an der Stelle.
So, nee, das funktioniert auch nicht. Gut, fangen wir mal an einen anderen Ding an. Der hier sieht aus, als wenn er hier hingehört, mit dem, der da drunter ist. So, zack. Ups, jetzt habe ich den ersten wieder weggeschubst. Nochmal, jetzt kommt der nämlich noch da. So, okay. Wir müssen, den hier. Und den hier nehmen, um das hier zu gestalten. Genau. Okay, jetzt kommt der hier nach da. Müssen wir eigentlich nur noch einen nach ganz links nehmen. Das ist der hier nicht mehr. Wenn ich dann den hier nehme, funktioniert das auch nicht. Den hier nach da tue, fällt der weg. Ist eigentlich der hier da rein, ne? Nicht der hier. Der hier. So, aber wo kriege ich denn die anderen beiden Striche für den ganz rechten jetzt her? Oh no. Das so mache, funktioniert das hier nicht. Ups. Wenn ich den da rein tue, funktioniert das auch nicht. Ich verstehe das heute nicht. Irgendwie bin ich heute ein bisschen blöd. Kann man den hier noch anders gebrauchen? Den denn da dazu? So. Da gehört ja eigentlich dann der hier hin, ne? So. Dann der hier nach hier. Der nach ganz rechts. Und der dazu. Ja, so ist es. Cool. Oskovs modifiziertes CPF-1. Definitiv der Teufelsatem. Modifiziertes CPF-1. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Wir probieren die hier. Und nehmen hier weiter. Okay, das war die falsche. Was ist mit den Pads? Was soll mit denen schon sein? Wir sind auf uns gut, zurück. Wieder hoch. Na, ganz hoch. Das wurde hier doch irgendwo aufgesplittet. Na gut, nehmen wir die hier. Das Ende. Aber hier oben geht's hoch. Die Spur führt hoch in das Gebäude. So, hier lang. In das Gebäude? Im Moment führt sie hauptsächlich hoch. So, jetzt sind wir hier schon. Zum nächsten Gebäude. Ist ja theoretisch irgendwo hier oben weitergehen. Genau. Alles die Spur klar. Führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. So, und hier geht's rein. Meine Abschlussarbeit in Neurotechnologie. Nein, ich wollte die nicht angezeigt haben. Weg. Ich wollte die Luke öffnen. Okay. Ah, gedämpftes Licht. Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Und wenn wir da einfach mal so ein Elektronetz drauf schießen? Es werde Licht. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Martin, mal untersuchen die verschiedenen Dinge. Das ist nicht mehr der Mann, den ich bei Feast kannte. Otto und Lee kennen sich wohl schon weit länger, als ich dachte. Vielen Dank für die Medikamente. Schon. Sie haben etwas geholfen, aber die Episoden werden weiterhin stärker. So schlimm war es seit meiner Kindheit nicht mehr. Ich verliere die Kontrolle. Gestern während Osborns Rede hatte ich beinahe einen Blackout. Ihn zu sehen löste Gefühle aus, die ich für lange begraben gehalten hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich noch so in seinem Schatten leben kann. Martin Lee. Okay, noch was? Das kann man bestimmt auch ansehen. Nein, kann man nicht. Das können wir untersuchen. Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Abspielen. Oh, Martin. Als mir klar wurde, dass du es die letzten Wochen auf Osborn abgesehen hattest, war ich schockiert und traurig. Aber dann fühlte ich mich nach und nach inspiriert.
Du hast die tapferen Schritte unternommen, von denen ich nur träume. Und das ohne zu zögern. Ich bin geehrt, mit dir diesen Weg zu wahrer Gerechtigkeit zu gehen. Ah ja, sehr schön. Okay. Auf zum nächsten Tisch. Ja. Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. Oha. Okay, hier gibt es wohl noch nichts weiter. Was haben wir hier? Oh, da hinten geht es überall noch ganz um die Ecke bis da hinten hin. Alles klar, wir machen eins nach dem anderen. Erstmal hier. Offenbar hat Otto Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Hier ist auch was. Dann spielen wir ab. Egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse! Wenn ich ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Ja, bis es soweit ist, haben wir es hoffentlich verhindert. Auch genannt Scorpion, auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Das müssen wir untersuchen. Otto und kriegt dafür eine weiße Weste. Also weder Vorstrafen noch Spielschulden. Das ist ja praktisch für den guten Scorpion. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Okay. Direkt hier gegenüber war es nicht der? Meino, mein zweitliebster Russe. Was, dein liebster Russe? Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft, aber Otto brauchte nur Tage. Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst den Kampfanzug entfliehen, der dich einkleidet. Hilf mir bei meinen Zielen. Dann ist die Freiheit dein. Okay, also wieder etwas, was der ungewöhnlich haben möchte und Otto ihm liefern kann. Sag mal eben, was kommt hier? Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun. Von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Tja. So was? Adrian, welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen, mein Freund. Das ist ja schon so ein kleines bisschen erpresserisch. Aber nur ein bisschen. Für einen. Electro. Steht voll unter Strom. So, was können wir denn hier anschauen? Das können wir anschauen. Ein großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Max, ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Okay, noch ein Traum, den Otto dem bösen anderen Charakteren erfüllen möchte. Okay, hier geht's weiter. Hier ist ein Plan. Hallo, rufen wir den Plan auf. Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. UV-Licht? Nichts passiert.
Wie kriege ich diese Lampe an? Wie kriegst du den Strom aus? Licht da. So, Elektronetze. Puff. An ist die Lampe. Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Oscorp-Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an und warum? Okay. Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oscorp. Und wohl auch auf Norman. Elektro zerstört Oscorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Oh ja. Gut, mehr scheint es hier nicht zu geben. Suchen wir uns den Weg hier wieder raus. Okay, so geht's hier nicht raus. Also, das Versteck noch weiter untersuchen, sagt das doch einer. Das habe ich übersehen. Was haben wir noch nicht geguckt? Hier habe ich doch alles durch, oder? Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? Jetzt haben wir hier auf der Karte aber alles. Was fehlt? Das haben wir noch nicht geguckt, so ausreichend. Hier kann ich noch drauf zu. Wir machen das andere nochmal mit. Schlängelt sich durch die ganze Stadt. Strom, Kommunikation, öffentliche Sicherheit. Normans Unternehmen ist unverzichtbar, doch auch zerbrechlich. Falls es eine Katastrophe gibt oder man an ein paar Fäden zieht, fällt alles zusammen. Die Öffentlichkeit würde Norm als den Schmarotzer erkennen, der er ist. Ja, ein paar kleine Schritte, dann wäre er für immer ruiniert. Ob das so einfach ist? Hey, das ist noch eins. Wie viele Männer braucht man wohl? Mal sehen. Zuerst eine Katastrophe, ein Wirbelsturm, ein Erdbeben oder eine Seuche. Dann Angriffe auf Oscorps Stromnetz und Notfallsystem. Die Stadt ins Chaos stürzen. Alle wissen lassen, wer Norman wirklich ist. Ja, nur ein paar Männer. Ein halbes Dutzend reicht. Die Sinister Six. Martin wurde verhaftet. Gefällt Norman wohl. Er denkt, er ist sicher. Da täuscht er sich. Er hat gerade alle verfaulten Eier der Welt in einen Korb gelegt. Martin ist im Raft, bei Scorpion, Rhino, Vulture und Electro. Jetzt nur noch ein schneller Tritt und alle Eier rollen den Hügel hinunter, direkt zu Oscorp und Norman. Ja... Nur ein kleiner Tritt. Ich sollte mir meine Stiefel anziehen und auf den Hügel gehen. Das ist meine letzte Aufnahme, Peter. Falls Sie dies hören, bitte glauben Sie mir, dass ich das Richtige tun wollte. Es war vielleicht extrem. Aber wenn es um Normen geht, kommt man mit Halbheiten nicht weiter. Ich riskiere mit diesem Schritt sehr viel. Aber der Verlust unserer Freundschaft ist für mich das Schlimmste. Also weiß er ganz genau, wer das ist. Wer Spider-Man ist. Wir nicht auf verschiedenen Seiten stehen. Tja, tut mir leid, aber ich glaube, ich muss dich aufhalten. Icarus, das ist es. Hallo, Spider-Man. Wir wurden uns... Ja, er weiß ganz genau, wer Spider-Man ist. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Ha. Oh, ein Bämpchen.
Was ist das? Verfrischend für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. Hey, Sophie, bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr. Hör zu. Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscorps Teufelsatemlabor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll. Okay, bis bald, MJ. Ich muss mich erstmal um Waldschirm kümmern. Oh, wer ist da denn? Elektro. Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Knapp. So, jetzt darf er bestimmt die Kontrolle wieder übernehmen und uns mit Vulture und Elektro auseinandersetzen. Ob das ein erreichbares Ziel ist? Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? So, erstmal ein bisschen höher hier. Wie kann man nur so weit daneben schießen? Lass mal deine Schaltkreise prüfen. Krieg ich den so? Mal gucken. Nee, ich habe den Eindruck, dass nicht. Was muss ich denn tun, um den zu kriegen? Auf jeden Fall ausweichen, ne? Nutze den Netzschießer, um Elektro zu betäuben. Okay, machen wir. Wie immer. Okay, die Netzschießer gingen ungefähr alle daneben gerade. Keine Ahnung, ob nur nicht einer getroffen hat. Ich glaube nicht. Ausweichen! Warum ist denn der so weit oben? Er ist betäubt. Das ist jetzt habe ich ihn erwischt. Warte, auf einen prügeln. Jetzt ist er wieder ausgewichen. Wenn ich auf den Transformator schieße. So, Transformator ist weg. Ha, erwischt. Hey, Adrian, ich bin Spider-Man. Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze. Unsere Fehde endet heute, Insekt. Insekt. Fehde? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen. Mann, da habe ich echt was missverstanden. So, weiter. Mal weiter. Zack. Wo ist er? Da hinten. Okay, der hat die Chance gehabt, ihn das direkt zurückzuwerfen. Na gut, okay. Okay, nochmal wieder ein bisschen in die Richtung. Grob. Ausweichen. Und hinterher. Moment mal! Okay, den habe ich schon mal gut erwischt. Schauen, wie es weitergeht. Erstmal schwingen. Warum schwinge ich eigentlich die ganze Zeit hier so weit drüben? Das ist ja unglaublich. So, hoch. Ja, so ist doch eine schöne Arbeitshöhe hier. So, ich habe die erwischt, aber ich weiß nicht, ob ich damit getroffen habe. Keine Ahnung. So, okay, weiter geht's. So, ausweichen hat schon mal funktioniert, Raketen habe ich nicht gekriegt. Egal. Ausweichen und hinterher und drauf prügeln. Richtig. Spider-Man! Hallo! Ich muss dich vernichten! Musst du das, ja? Super! Du hast meinen Witz kapiert! Damit versüßt du mir wirklich den Tag! Danke dafür! Das war nix, aber das ist was. Mal im Ernst, das war schöner als die Einzelgänger waren. Okay, ausgewichen, sehr schön. So, ich muss offenbar ganz schön viel ausweichen jetzt erstmal. Der Elan der Jugend, die Weisheit der Erfahrung, eine gute Paarung. So wie Öl und Wasser, klar. Das war nix. So, zurück. Ausweichen. Ausweichen. Oh, das war knapp. Müssen werfen? Nein, aber hier können wir Elektronetze hinschießen. Netze rausschießen. Die alle überall hingehen. Nur nicht dahin, wo ich das ganz gerne hätte. So. Ist hier noch irgendwo so ein Transformator? Eben? Nee, ne?
So, ausweichen. Ah, ich hab den erwischt. Cool. So, dem einen ausgewichen und dann auf den anderen gleich wieder rein. Sehr schön. Bam. So, Elektro trifft mich schon mal nicht. Also zumindest nicht im Moment. Jetzt kommen wir auf den nächsten einprügeln. Und hinterher. Und nochmal. Irgendwer hat mich getroffen. Ups, Raketen. Rakete zurückgeworfen, sehr cool. So. Ja, weiß ja. So, wo ist Elektro hin? Indem ich einen Transistor da vernichten. So. Elektro hat auch einen auf die Nase gekriegt davon. Sehr schön. Und nun? Ah, solch ein Spiel. Zack. Zack. Und weg. Ah, daneben. Was hab ich nicht richtig erwischt? Hab ich ihn erwischt? Ah, ich darf die Szene nochmal spielen. Oh, stick in. Komm schon, zack. Und bam. Jetzt aber. Ausgewichen. Genau. Was habe ich? Ich will ja nicht umkönnen, aber wer glaubt, ich hätte keine Chance? Diese Situation völlig falsch ein. Okay, erstmal weg. Ausweichen. Ich sehe überhaupt nichts. Und vor allem euch beide sehe ich nicht. Halt, ausweichen. Und hinterher. Erstmal bist du dran, Kleiner. Und nochmal. Oh shit. Das war zu spät. Er steht schon wieder auf so einem Ding. Und ich habe keine Dinger hier. So, ich glaube, das hat in diesem Fall überhaupt gar nichts gebracht, aber egal. Ja. Nur noch einer übrig. So, der kann auch nicht so sonderlich. Ein Dutzend Mal? Zwei? Hinterher! Ach, verfickt. Entschuldigung, verflucht. Ich glaube nicht. Oh, dran an den Speck. Und nochmal. Und nochmal. Ah, verflucht. Zu spät gewesen. No, 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 no. Ich bin ganz entspannt. Ausweichen. Und hinterher. Warum fällt der nicht um? So, so ein kleiner Volt schon. So, zurück. Das tat bestimmt weh. Okay. Wo ist der Kerl? Ausweichen? Vielleicht hätte ich ihm gleich die Raketen zurückschmeißen sollen, sowieso. Das war pures Glück. Alter. Ach, der Flug an der Kante da hängen geblieben. Egal, wir haben den kleinen Leiche. Und eine Rakete zurückwerfen und ran. Was ist los? Elektro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir, ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt.
Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Alles klar. Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ich muss durchatmen. Wie spät? Oh Mann. Oh, die ganze Stadt ist im Marsch. Gut, ja, schönen Dank fürs Zuschauen heute. Hat Spaß gemacht. Lasst einen Kommentar oder ein Like da oder ähnliches. Ich muss Juri Bescheid sagen. Bis zum nächsten Mal. Juri, Vulture und Electro sind erledigt. Jetzt noch vier. Hab's gesehen. Und ein Dach an Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius' Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Vulture und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Wohl etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst ja wohl Scorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hört sich gut an. Ciao, mach's gut.